Schneeball, ein Viburnum. Und der ist seit dem Frühjahr leider so schwach auf der Brust. Ja. Blattlos. Ja. Hier ist nicht mehr viel Viburnum, also hier ist auch nicht mehr viel Schneeball, also sieht man ja, also wirklich dolle. Also hier haben so Bartierchen so richtig Hunger gehabt und haben den so richtig kahl gefressen. Also das heißt, es ist kein Pilz, sind keine Läuse, das sind richtig hier... Hier ist alles dran. Also hier ausgenommen vom Pilz, aber sonst haben wir hier Läuse dran, wir haben hier Käfer dran, wir haben hier Raupen dran. Und also es ist alles abgefressen. Und man sieht, es ist total kahl gefressen. Hier unten sieht man auch richtig dieses Lochfraß, so wie sie sich dran vergnügt haben. Und da oben auch. Also wird heiß geliebt vom heiß geliebt von allen Insekten. Alles, was schädlich ist. Alles genau. Und, so. Und das ist dann sozusagen das Ergebnis Lochfraß. Ja. Also, René, jetzt habe ich mal eine Frage. Wir haben ja eben gesehen bei den Jonas, das war die Schrotschusskrankheit, das sah ja ähnlich aus. Ne? Ja, wie erkennst du da den, also wie kann ich als Laie erkennen? Hier ist kein brauner Rand ringsrum. Ja? Hier ist kein brauner Rand ringsrum. Hier sieht man das, das ist kein brauner Rand. Also bei der Schrotschusskrankheit hat man das richtig gesehen, ein richtiger brauner Rand. Hier und hier sieht man das gefressen. Unregelmäßig gefressen. Ja, und das kann man ganz gut erkennen. Aber René, jetzt sagst du, wollen wir den retten oder wollen Sie vielleicht, ich weiß nicht, können Sie sich von ihm trennen? Wie sieht es aus bei Ihnen? Nein, wenn wir da ein Mittel finden, dann. Aber sicher, ich bin ja kein Bestatter, ich bin ja Pflanzendoktor. Entschuldige. Also das heißt nicht also, gesagt. Ja, du hast vollkommen recht. Ja, wir retten ihn und wir sehen doch, wie er will. Ja, er will und will auch wieder durchtreiben. Und darum habe ich auch was dabei, um den Viechern wirklich das Buffet zu vermiesen, dass sie also nicht mehr dran fressen. Und da habe ich halt wirklich was mit. Und zwar habe ich hier ein Neem-Extrakt. So sieht das aus, habe ich mit Wasser vermischt. Was ist Neem? Neemöl kommt aus einem Baum aus Indien. Und in Indien, in jeder Ecke steht so ein Baum. Ja, das muss man riechen. Genau, und da wird dieses Öl draus, aus dieser Frucht, aus dieser Nuss, wird dann dieses Neemöl gewonnen. Damit sprühe ich jetzt die Pflanze ein. Und das macht, das macht sie ungenießbar für die Insekten. Und die wollen dann hier auch nicht mehr fressen. Absolut ungefährlich. Nehmen die alten Inder, die haben das genommen als Verhütungsmittel. Also, aber ich übernehme keine Verantwortung. Also das, was immer kommt, jetzt bitte nicht selbst zu Hause ausprobieren. Nein. Aber natürlich gegen die Insekten, keine Frage. Aber ich denke mal, das kann ich Ihnen auch geben. Ach, das kriegt Frau Moll hin. Sprühen Sie die Pflanze mit ein, richtig schön tropfnass. Mhm. Und dann in 14 Tagen wieder. Und ich sage, ich verspreche Ihnen, die wird auch wieder richtig schön grün. Ja. Sie sehen schon, sie fängt hier an, langsam grün zu werden.